Sonne stand gerade kochend, brennend heiß über unsere beiden Freunde und Klim. Aus dem so süßen Frühlingsmorgen war ein heißer Tag herangewachsen. Dem edlen Ritter ging es am schlechtesten. Er musste knödeln wie ein Elch und nun brannte ihm auch noch die Sonne auf dem Pelz in seine Rüstung wie ein Kochtopf. Klim machte sich mal wieder keine Freunde, indem er das Lied Katzenklo von Helge Schneider sang. Halt die Klappe, sagte Roy und versuchte ihn damit zu unterbrechen. Doch er konnte es nicht lassen und sang weiter. Mit jedem Wort, das der kleine Goblin von sich gab, wurde Christians Gesichtsverwut immer verkniffener und verkniffener. So brüllte er: Kannst du nicht einmal deine Fresse halten, du kleiner Narr? Ich muss kacken wie ein Grenadier und du kannst nicht deine Klappe halten. Der Goblin riss vor Schreck die Augen auf. Und Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Okay, jetzt reicht es, sprach Christian mit ruhigem Ton. Er zog sein zweihändiges Schwert und ließ es ohne Vorwarnung auf den Goblin sausen. Klim konnte gerade noch so sich einen Knüppel greifen, um den Schlag zu mindern. Doch die Schwere der Waffe und der Schlag des Ritters konnte er mit seinem klobürstenähnlichen Körper nicht standhalten. Er flog in hohem Bogen durch die Baumkronen in ein ungefähr 15 Meter weit entfernten ab. Die beiden standen zufrieden grinsend auf den Waldweg. Roy brach die Stille. Kommt, wir schauen mal, ob etwas kaputt gegangen ist. Und gingen in Richtung des dämlichen Goblins. Dort angekommen sahen sie Klim, der mit Sternen über den Kopf in einem Fressnapf lag. Klim konnte sich wieder fangen, schüttelte den Kopf und klopfte sich den nach Katzen riechenden Brei von seiner hellbraunen Hose. Nachdem sie ausgiebig den Goblin ausgelacht hatten, erkannte der Ritter einen großen Höhleneingang, der sich direkt neben den Napf emporstreckte. Sie horchten und zuckten zusammen, als sie ein bedrohliches Geräusch aus dem nach Hatti stinkenden Eingang hörten. Klim fielen die vielen Warnschilder auf, die neben der Höhle standen. Und er inspizierte die Schilder. Achtung, Hartmut! Vorsicht, Hartmut! Gefahr! Bei jedem Schild wurde er immer ängstlicher. Sollten wir nicht doch lieber die Kurve kraulen? Sprach er mit leiser Stimme. Doch Christian war wild entschlossen, die Katz zu retten, und sie betraten etwas schwermütig die dunklen Höhlen des Hartmuts. Und dort standen sie nun. Klim, der alberne Goblin, Roy, der gutmütige Ogre, und Christian, der tapfere Ritter. Christian, der voranschritt, schaute sich etwas um. Er sah blutige Handabdrücke, die schmerzlich an die steinige Wand gepresst wurden. Am Boden bemerkte er Katzen- und Menschenleichen, die mit offenen Augen und Mündern nach Erlösung baten. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen Hatti, das Monster, ein für alle Mal vernichten. Der Ritter hatte die Worte noch nicht einmal ganz zu Ende gesprochen, als er ein grausiges Gräulen hörte. Was war das? Fragte Roy mit ängstlicher Stimme. Das war Hatti, das Gröbelmonster, sprach er mit noch ängstlicher Stimme. Das Grauen wurde mal lauter und lauter, bis plötzlich eine fette Kreatur, die nach 3 Tagen in der sonnenliegenden Wiese roch und verdammt schmierige Haare hatte, vor ihnen stand. Es ähnelte stark einem Höhlentroll, aber diese Kreatur war weitaus schrecklicher mit seinen geschätzten 6 Metern Höhe und einem Bauchumfang von mindestens 8 Meter. Unsere beiden Freunde und Klim blickten mit Schrecken in die Höhe des Monsters. Was wollt ihr in meinem Reich? Fragte die Kreatur mit dunkler Stimme. Sind wir hier bei Carstens Käsekapelle? Nein, oder? Wir wollten gerade gehen, sagte Klim, um die Gruppe zu verteidigen. Aber es war ein recht kläglicher Versuch. Hatti, das Monster, konnte damit nichts anfangen. Nein, wir sind nicht hier, um Carstens Käsekapelle zu suchen. Wir sind hier, um dich zu töten und die Katze Gizmo zu retten, erklärte Christian. Dann versucht es doch, ihr Grillkohlenkrieger. Damit zog sich das Monster einen Morgenstern aus dem Arsch und ließ die Kette schnacken.
Es war Totenstille eingekehrt, nachdem der Ritter sein Schwert gezogen hatte. Er blickte vielleicht ein allerletztes Mal zurück zu Klim und Roy. Dann sagte er voller Gefühl: Für Frodo. Und rannte mit hoch erhobenem Schwerte zu Hatti das Krümelmonster. Christian flog wie ein umgehauener Kegel an die steinerne Wand und blieb bewusstlos liegen. War es das Ende der Gemeinschaft? Das würde sich hier und jetzt entscheiden. Hatti zog aber urplötzlich die Hose runter und ließ ein donnerndes Kratschock durch die Höhle rasen. Klim, Roy und der bewusstlose Ritter segelten aus der Höhle wie ein von Obelix geworfener Hinkelstein. Auf dem Wald. Christian zog es vor, ging ein Baum zu schultern, wo Klim in einen Kinderwagen, den eine Frau anschob, die gerade gemütlich einen Spaziergang durch den Wald machen wollte. Sie schrie, holte das Kind aus dem Wagen und rannte davon. Was denn? Noch nie ein Goblin gesehen? Oh Mann, ich long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?